Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Enter the Dragonfly mit mir, TMW Estref. Jo, ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier bei diesem netten Affenkloster, ja. Ganz schön kühl. Winterlich, ganz hoch auf den Bergen, ja. Wir sehen in der Ferne eine Libelle und zwei gestackte Riptox. Die werden sich wahrscheinlich noch bald triggern, wenn wir ein bisschen weitergehen. So, kennt ihr das hier noch? Genau, die Kanone. Die, ja. Ganz ehrlich, die, diese Atmosphäre kommt einem doch mega bekannt vor. Genau wie, das ist genau dieselbe Atmosphäre wie damals in Eisspitze in Year of the Dragon. Genau dasselbe, mit so einer Kanone schießt man diese Eiswände kaputt. Exakt. So, und du, dich kann man jetzt, glaube ich, nicht, aufschießen. Nee, das lassen wir auch mal, weil mit so einer Kanone schießt man nicht auf Lebewesen. Das wäre nicht zu verantworten. So, gut. Wirbelwind, wo treibst du uns hin? Habe ich den Flammenatem bei mir? Ich denke mal, ich muss einfach dich mit dem Flammenatem kurz schließen, ja, ne? Wuh! Ganz schön warm, ha? Huh? Ich mag es ja kalt, aber das ist mir doch zu viel. Selbst bei Yetis gibt's Grenzen, ne? Oder bei Nepal-Lebewesen oder was, die die Kälte gewöhnt sind, ne? Okay. Dann wollen wir doch mal weiter. Zoe, darf ich mal... Okay, mit dir kann man, glaube ich, nicht mehr reden. Mit dir konnte man nur im Libellendojo reden. Mensch, schade. Naja, ist okay. So. Uah! Nicht runterfallen. Die kleine Schlittschuhpartie kennt ihr ja auch noch, ne? So. Nur mit dem... Ja, hier kann man schön springen. Das ist schön. Im Gegensatz zu den vorherigen Teilen. Und diese Spiegelung ist auch schön. Da. Man sieht diese Tür einfach da drin, ne? Richtig schön verspiegelt. Das gefällt mir. Ich glaube, es ist aber eher eine Textur, die da drin ist. Anstatt eine richtige Spiegelung, die man irgendwie mit irgendwas generiert hat. Ganz ehrlich, man hat einfach nur hier in diesem, hier auf dieser, unter dieser Plattform einfach einen extra Raum gebaut und den einfach mit schwammigen Texturen belegt, damit es dann so scheint, als sei es eine echte Spiegelung. Aber eine richtige Spiegelung ist es nicht. Es spiegelt sich nur Spyro wieder. Oh, wah! Ja, warte mal, du hast ein Schild vor dir. Das heißt, man muss dich wahrscheinlich erst anrempeln, aber du hast kein Schild. Ja. Dann wollen wir doch mal. Hallo. Lieber Mastophant. Oder was immer du bist. Ich nenne dich am liebsten Mastophant, weil, weißt du, es trifft einfach am besten zu dir. Nach meiner Einschätzung. Wow, was war denn das? Wahoo! Hast du das? Hey, los. Krempel ihn doch um. Oh, tatsächlich, die machen diesen Sound. Okay. Tja, leider, liebes Kaninchen, muss das sein. Ich wünschte, die Natur hätte sich auch ein bisschen anders ausgedacht, aber ich denke mal, es liegt niemandem frei, etwas zu verlangen. Naja. Whatever. So, lieber Affe, Mönch. Hilfe, Spyro. Diese fliegenden Riptox sind eine Plage. Ich glaube, sie bewachen die im Eis gefangenen Yetis dort. Kannst du sie mit dem Geschütz befreien? Sicher, ja. Bruder Markus. Machen wir gerne. Das ist gleich tatsächlich echt irgendwie voll der Eisspitze. Hier sind es jetzt zwar Riptox, also, auf der Eisspitze waren es Geier. Aber ist cool. So. Wow. Ich weiß. Es tut weh, lieber Riptok. So, du bist ein Zehner. Mensch, also ich vermisse ein bisschen die rosa. Die ganzen rosa Edelsteine. Die immer 25 gegeben haben. Ja. Lassen wir es sein. Es verändert sich eben das Leben. Deswegen sollte man sich schnell daran gewöhnen. So. Oh, es hat geklappt. Klasse.
Dann... Ach ja! Krass, das hat geklappt beim ersten Versuch! Jetzt bin ich aber erstaunt von mir. Proud to myself. But ich muss nochmal zurück. Ich glaube, hier rübergleiten ist, glaube ich, auch schwachsinnig. Ja, im Übrigen ist da auch noch eine Wand, die kann man auch noch aufschießen. Hm. Dann gehen wir die Sache doch mal ein bisschen anders an. Wir gleiten einfach mal hier rüber zu der Kanone. Boah. Hört ihr die Stimmen? Ob das wohl der Geist des Berges ist? Verärgert ihn bloß nicht. Er kann alles in Bewegung setzen. So, Na, ja. Mein Gott, das kracht aber ganz schön. So, dich retten wir jetzt auch gleich. Oder sind das die Riptoks, die da so grummen? Irgendwie meine ich, das war's doch noch nicht. Ist doch noch irgendwas. Also, ganz ehrlich. Das Lachen stellt mich auf eine harte Probe momentan. Hä? Du hast Gaku gefangen. Gaku, okay. Warum denn nicht? So, aber wie komme ich denn jetzt da hinten hin? So, jetzt wäre ich sehr verbunden, wenn das mit diesem Gelächter aufhören würde. Ja, danke. Echt, diese Kanone ist wahrscheinlich verflucht. Nähert ihr euch bloß nicht. So. So, jetzt runter da. Da kommt man doch bestimmt irgendwie so rüber. Uh-oh. Ja! Perfekt. Wie gut, dass du gerade vorbeigekommen bist, Drache. No problem, dude. So, genieß deine Freiheit. Lass es dir gut gehen in ihr. Man hat sie nämlich nur einmal. Weiß sie zu schätzen. Denn es gibt viele, die sich nach ihr sehen. Und sie nicht haben oder eventuell fühlen. Gut, deswegen schätzt eure Freiheit, meine Lieben. Ihr könntet im nächsten Tag ganz woanders sein. Schätzt es einfach wert, was ihr habt. Ganz wichtig. So. Gut. Ich bin einfach mal so frei glatt hier runter, weil da hinten kommen wir eh nicht ran. Dafür müsste Spyro schon fliegen können, anstatt gleiten. Aber das soll jetzt keine Forderung sein, Spyro. Du weißt ganz genau, wir lieben dich so, wie du bist. Und man ist nicht multifunktionell. So. Hey, die Raketen gibt's ja... Die gibt's ja auch noch, aber ja, gut, Mönch. Du willst uns bestimmt warnen. Hallo, Spyro. Ich habe diese Rakete für ein Feuerwerk gebaut, aber sie zündet nicht. Kannst du sie mit deinem Flammenatem anzünden? Mhm, kann ich machen. Wie hieß du nochmal? Darf ich nochmal gerade erfahren, wie du... Hi. Nee, sag jetzt nicht, dass du stuck bist. Ole, nee. Nee, Spiel, das kannst du mir jetzt nicht antun. Oh, Gott sei Dank. Ey, ganz ehrlich, man... Also, es gibt Passagen in diesem Spiel, die mir Angst machen. Ohne Scheiß, ohne Witz, wirklich. So, und wehe, du stuckst jetzt nochmal. So, dann... Verzichte ich einfach mal auf deinen Namen und bitte, ja, jetzt stell dich bitte hin. Oh Gott, danke. Mann, das war mehr, als ich erwartet hatte, aber danke. Kein, ja, danke auch, Ian. Wir bekommen aber nichts, okay. Ja, ich habe ja auch nichts verlangt. So. Nein, ach. Ey, Mann, wieso quatschst du denn jetzt mit dem? Mehr, als ich erwartet. Ja, danke, ich weiß. Jetzt bitte ganz schnell weg, jetzt will ich mal kurz was checken. Mir scheint es nämlich so, als ob unter den Plattformen einfach keine Textur ist und man kann einfach durchgucken von unten rum. Huh. Ja, witzig. Unten rum, ja, nee. Nix da. Lasst es sein.
Ich glaube, ich lasse solche Andeutungen in meinem Let's Plays, weil es ist nämlich total unangebracht. Und das machen ohnehin schon ganz viele zuhauf. Und da muss ich nicht noch mitwirken. Gibt schon genug Zweideutigkeiten oder so. Ja, weiß nicht. Egal. Ha? Leute, ihr merkt wahrscheinlich, ich bin heute mal nicht so gut drauf. Diese hinterhältigen Riptox haben mich überrascht. Tausend Dank für deine Hilfe. Ja. Kein Problem, Kumpel. So. Aber wie viele müssen wir denn noch befreien? Puh, ich weiß es nicht. So, wir gehen einfach mal hier entlang. Oder gleiten hier entlang, ja. So. Oh, wartet mal, Leute. Mir fällt ein. Hier in diesem Level gibt es so eine mega tolle... so eine mega tolle Aufgabe. Ein ganz super schönes Minispiel. Das mache ich leidenschaftlich gern. Wirklich. Ernsthaft. Das ist so schön. Oh, wir sind ja wieder hier. Am Anfang des Levels. Ist aber okay, denn wir kommen jetzt nämlich da oben zum... Da oben sind Körbe, okay. Kommen jetzt da oben nämlich zum, Yeti. Der da oben stand. Hallo. Tschüss, Spyro. Guter Drache. No problem. Okay. Keine Panik, ich werde dich nicht wieder einfrieren. Deine Brüder kommen auch noch frei. Promise. Ja, jetzt frage ich mich gerade, was... Oh, die Tür ist offen. Super. Okay. Oh, du willst spielen? Gerne doch. Hey! Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass du jetzt in diese Stufe reingeflogen bist. Du hast Mate gefangen. Mate, willkommen zurück. Du bist aber eine ganz mysteriöse Mate, würde ich mal zitieren, ja? Oh, Mann. Ich bin heute ziemlich blöd drauf irgendwie. Nee, nicht blöd, ich bin irgendwie total schwachmatig drauf heute. Also irgendwie habe ich heute nichts drauf in Sachen Dingenskirchen, wie heißt es? Kommentieren. Leute, ich hoffe, ich enttäusche euch nicht allzu sehr. Aber es wird schon, ja. Ich hoffe, das Gameplay tut's auch. Oder irgend sowas, ja. Gameplay, ja, genau das. Aber wenn der Kommentator nicht hundertprozentig mit einstimmt, das ist doof. Ja, aber Leute, ich bin jetzt nicht wütend oder so oder. So, ja, ich hatte heute nur einen ganz, ganz pissed off Tag und ja, aber ich wollte unbedingt weiterspielen, aber ich versuche trotzdem, aber natürlich mache ich das hier mit Leidenschaft, mache ich das mit Freude, weil sonst würde ich überhaupt nichts spielen, daher bin vielleicht nicht heute so auf die ganze 100% drinne, daher. So, es gibt eben nur mal solche Tage, ja, auch bei euch, da bin ich mir sicher. So, wo kommen wir denn hin? Oh, das ist genau die Aufgabe, die ich gemeint habe. Willkommen auf unserer alten Rutsche, Spyro. Schaff es bis zum Ende, bevor die Zeit um ist. Wenn du zwischen Flaggen durchrutscht, bekommst du mehr Zeit. Wenn du es rechtzeitig schaffst, gebe ich dir ein besonderes Geschenk. Hm? Ja, danke. Das Geschenk ist eine Libelle, gell? Ja, und Leute, das ist meine Lieblingsaufgabe im ganzen Spiel. Also es gibt mehrere davon und alle mache ich total gerne. So, und das mit der Zeit gewinnen ähnelt eigentlich ziemlich stark diesem Flight-Prinzip von Spyro von den anderen Teilen. Ja, also ja, ja, ihr kennt ja noch die Flights, ne, die ganzen Flugherausforderungen. Indem sich so manche echt die Zähne verbissen haben und total aggro wurden. Ja. Aber Übung macht den Meister oder Training auch. Lasst euch am besten nicht von den. Hä? Was war denn das jetzt? War das ein Eisblock? Lasst euch nicht von den Eisblöcken erwischen. Und von den Pinguinen, die euch trollen. So. Und ich habe so das Gefühl, das hier wird vielleicht nicht der beste Run.
Oh, ist ein bisschen weiter nach da. 2 Sekunden, obwohl ja, da unten ist ja jetzt sowieso schon Ende. Wow, diese ganzen Eisblöcke, die sieht man fast kaum. Oh, oh Mist, Mist, schnell, 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 schnell. 2 Sekunden, oh, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Aber hier liegen ja keine Schätze rum, ne? Beeindruckend gerutscht. Hier, ich habe hier unten eine Libelle gefunden. Aha, wie bist du eigentlich so schnell hier runtergekommen jetzt, Bruder Duck? Du hast Q-Bert gefangen. Q-Bert, okay. Welcome. Oh. Ein toller Preis, ja. Was ist denn ein toller Preis? Eine Libelle, was denn sonst? Immer alle Preise sind Libellen. Geheime Herausforderung, ja. Hör auf, mir Dinge zu verheimlichen. Oder ist das etwa so ein Religionsgeheimnis oder so? Oder... Ja, es... startet natürlich phänomenal. Ja, ich mach das jetzt nochmal. Ey, das war doch jetzt... Das war doch extra, ja? Das war extra. Das hat das Spiel jetzt... Hat das Spiel jetzt extra gemacht. Der Trick ist immer, auf der Rutsche zu bleiben. Ja, danke, das konnte ich mir schon selbst denken. So, okay. Jetzt, danke. So, wo war jetzt... War doch noch so... Ja, sie ist härter. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weniger Zeit bekommen, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach ein bisschen kurviger, ein bisschen scharf kurviger rutschen. Und guck mal, wir haben jetzt noch 9, 8. Wow. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Hey! Wo springst du denn hin, Mann? Spyro. 3 Sekunden. Oh, my. Oh. Puhuhu. Leute, ich glaube, wir schaffen das doch noch. Ganz schön. Oh, nein. Damn it. Los, ja, da noch. Da. Wow, jetzt wird aber Eile geboten hier. Nicht von den Eisblöcken erwischen lassen. Vielleicht, schlittert einfach. Ich würde jetzt einfach ganz durchschlittern, ja. Aber wir haben es geschafft. Wow, wir haben noch ganz viel Zeit bekommen. Beeindruckend gerutscht. Ich habe hier unten eine Libelle gefunden. Du hast Tänzer gefangen. Tänzer. Hat dir Bruder Duck bestimmt beigebracht, gell? Obwohl. Nach einem harten Tag voller Meditation ist das sehr entspannt. Das ist viel mehr Yoga als Tanzen. Ja. Und du bist enorm leise, Bruder Duck. Möchtest du unsere Rutsche nochmal ausprobieren? Nein! Okay, komm mal wieder vorbei. Joa, warum nicht? Die Zuschauer denken sich wahrscheinlich jetzt, what the fuck, was macht dieser TMWS-Riff da? Was quatscht er in sein scheiß Mikrofon rein? Ja, ich weiß es auch nicht. Einfach Lockerungsübungen mit dem Mund. So. Ach, by the way, ich wollte eigentlich erwähnen, direkt am Anfang dieses Parts, dass ich ein paar Teelichter angemacht habe und ich stelle gerade fest, dass ich noch meine Studioleuchte an habe. Ja, ja, die Kerzen hätten jetzt wahrscheinlich mit dem Affenkloster sehr übereingestimmt. Aber ja. Gut. Ich glaube, die ganzen Bewohner hier vom Affenkloster überhaupt mal froh sind, wenn sie mal eine Kerze angezündet bekommen, weil so hier in der Kälte ohne Wärme, das ist echt nur was für die Härtesten. Das überleben nicht alle. Respekt an die, die es fertig bringen, da zu wohnen. Oder durchgeschafft haben, irgendwie mal durch eine Wanderung. Mein allerhöchsten, ehrfürchtigsten Respekt. Ich weiß leider nicht so, wie das ist, daher kann ich nur spekulieren. Hoffe, ihr seid mir nicht böse. Du hast Schatten gefangen. Also, hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das selbst mal noch nie gemacht habe. Ja, hab mich manches eben noch nicht so getraut, daher. Und wir haben Schatten gefangen, ja. Aber wo bitte können wir denn jetzt noch diese ganzen
die Yetis noch, den Rest, den letzten Yeti da oben antreffen. Oder? Ja, nee, wisst ihr was? Ich habe sowieso jetzt die Lösung schlechthin. Da brüllt noch unser Kollege aus dem Eis. Das freut mich aller herzenswärmstens. Ja, oder whatever und so oder so. Ich bin manchmal in Deutsch richtig ungeskillt, ehrlich. Ja. Was war das denn? Wenn das jetzt so ein scheiß Bug war, ja, dann... Boah, ey. Hier, ich töte euch jetzt. Ich mache euch alle fertig. Dämlichen scheiß Missgeburten hier. Und dich jetzt auch. Hab kein... Ach komm, mach ihn doch alle, ey. Wieso trifft dein scheiß Flammenatem die Spyro? Also echt mal. Junge! Was ist nur mit dir los? Bist du nicht mehr ganz sauber? Bist du betrunken? Naja, reg mich jetzt einmal nicht auf. So. Zoe, bitte zapp mich nochmal voll mit deiner netten Elektrizitätsstäbchen da. Mit Vibrationsfunktion und sowas, ja. Oh! Schlüssel. Dankeschön. Ihr wisst, wofür wir den brauchen, ganz genau. Für die Schatztruhe, die wir am Anfang des Levels irgendwo gesehen haben. Ob da Edelsteine drin sind? Wird sich noch zeigen. Oder eine Libelle vielleicht sogar. Ich glaube sogar eher, es ist eine Libelle, die da drin ist. Oh! Meine Fresse. Hopp! So, hoffentlich bitte sei hier der letzte Schatz. Nee, es ist alles... Irgendwo habe ich was vergessen! Oh, nee. Wie sieht's eigentlich statistisch aus? Wir haben... Es fehlen uns 96 Schätze? Und 4 Libellen. Wow, das ist aber noch eine ganze Menge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, gut, Leute. Ich glaube, ich werde hier ein kleines Päuschen machen. Und werde einfach mal jetzt, mal ausruhen, weil ich glaube, jetzt war ich echt heute mal ein bisschen down von der Stimmung her. Ich wollte euch nicht irgendwie die Stimmung vermiesen. Aber ich will euch aber auch gern zeigen, dass ich auch nur ein Mensch bin und auch mal so seine miesen Launen habe. Und die bessern sich meistens nur, wenn man sie mit anderen teilt, okay? Und, ja. Oder am besten sind natürlich Freunde, die einen dabei, bei denen man sich ausweinen oder ausquatschen kann. Oder so, ja. Aber, ja, Leute, liebe Zuschauer, die Leute, zu denen ihr hinaufzieht, sind auch nur Menschen, die vertuschen es nur gerne mehr. Weil sie wahrscheinlich sonst kein Money mehr kriegen von euch oder so. Egal. So, ich rede mal wieder zu viel. So, TMWS-Ref verabschiedet sich hier erstmal und wir sehen uns das nächste Mal, euer TMWS-Ref und ciao, ja. War auch mal wieder korrektes Deutsch. Seht ihr, ich bin voll neben der Rolle. So. Ciao, Abspann ist auch zu Ende.